Hallöchen! Hä, du hast mir meine Glocke gebracht? Lass mal sehen. Ah, zweifellos, das ist sie. Diese Glocke steckt voller Erinnerungen. Doch nicht nur angenehme. Das werde ich schwermütig. Das sieht mir gar nicht ähnlich. Es geht los, Matrosen. Zur See! Dieser wunderbare Klang dieser Stimme. Kann es möglich sein? Ambi? Du hier? Mein Captain, das kann nicht wahr sein. Ich habe eine aufschlussreiche Zeitreise hinter mir, aber ich hätte niemals gedacht, dich je wiederzusehen und hier schon gar nicht. Ambi? Nein, das muss ein Traum sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns nach so langer Zeit wiedersehen. Der Gedanke an unseren Abschied bricht mir immer noch das Herz. Viele Jahre sind seitdem vergangen, aber deine Schönheit ist unvergänglich. Ah, du bist unverändert, noch ganz der Alte. Naja, ein bisschen schmäler vielleicht? Ambi, wenn ich nur könnte, würde ich hier bei dir bleiben, aber du musst dich nicht rechtfertigen. Ich verstehe schon. Du bist ein Mann der See und kannst dein Leben nicht an Land verbringen. Doch lass mich deinen Hafen sein, immer auf deine Rückkehr wartend. Oh, Ambi. Oh, Captain. Arr, setz die Segel, Matrosen. Ei, ei, Sir. Erscheine Bericht, Captain. Das Schiff ist seetüchtig. Wir können jederzeit die See setzen. Geht an Bord. Joho, Leinen los, Matrosen, Anker lichten. Ohne Segel. Das sind wahre Matrosen. Captain, Wüste ohne Wendemöglichkeit voraus. Setzt die Fahrt zur See, Matrosen. Aber das ist unmöglich. Tölpel, Tod und Teufel. Es ist zu schaffen, wenn wir uns richtig ins Zeug legen. Ei, ei, Sir, beim Klabautermann. Es klappt, mein Captain, zur See. Heilige Piraten, Flagge, joho. Los, Matrosen, es geht los. Ei, ei, Sir. Arr, auf. Auf, nee, auf See bin ich zu Hause. Mein Herz lebt auf. Joho, läutet die Glocke. Joho, joho. Oh, Ihr wird übel. Ich war zu lange an Land. Ich werde seekrank. Es hat keinen Zweck. Überleg mal. Seit wir starben, sind wir nicht zur See gewesen. Auch der Captain. Und sowas nennt sich Piraten. Peinliches Pack. Beim Anblick des Segels werdet ihr krank. Es hat keinen Zweck. Bringt sie an Land. Sir. Anker werfen.
wir müssen erstmal wieder seefest werden. Hier werden wir eine kurze Pauschen einlegen. Okay. Und mal gucken, hier ist nichts weiter. Okay. Und jetzt können wir ja auch hier rüber. Wo sind wir eigentlich hier? Hier ist ein Haus. Und hier ist ein Geist. Verstehst du mein Bedauern? Ja. Vor langem war ich in Labrynas Bücherei beschäftigt. Wenn ich etwas von Geheimnissen höre, werde ich so... Um das wieder in Ordnung zu bringen, möchte ich, dass du diesem Geheimnis lauschst. Hörst du mein Geheimnis an? Verstehst du es? Ja. Sehr geheim. QYR-F. Und wo ist jetzt wieder mein Zettel? Zettel? Da sind meine ganzen Zettel. Ah. Gut. Okay, da steht was vom Bürgermeister und irgendwelchen Sachen Tingel und jetzt Bücherei. So, und der meint Q Y R / großes F soll ein Geheimnis sein. Okay, wenn er meint, ich überbring's. Ja. So, Zettel wieder weg und Stift dahingelegt. Super. Hast du es dir gemerkt? Ja. Die so alte Geschichte. Ja. Und hier haben wir 10 Bomben. Moment. Ah ja, da ist ja was zerbrochen. Okay. Und kann ich die Bombe einfach drüber werfen? Wäre ganz praktisch. Perfekt. Und was haben wir hier? Hier ist ein Durchgang, oder wie? Ich weiß zwar nicht genau, was es bringt, aber es hat mir schon irgendwas gebracht. Stimmt. Und wenn ich nur da den Baum abfackeln kann. Und, na, darf ich sprechen? Psst, ja. Schlüssel, ahoi. Yes. Ja. Jetzt kann ich mir den gesamten Schlüssel schätzen lassen. So, und jetzt gucken wir noch, was hier drin ist. Das hier ist... okay, hier komme ich nicht lang. Okay, ich muss doch etwas machen. Moment. Hier kann man Kernpflanzen. Ja. Okay. Und jetzt brauchen wir Sommer. Genau, Sommer brauchen wir. Okay, dann machen wir mal schnell Sommer. So, nein, das war die Schleuder. Genau, das brauche ich. Winter, Frühling, Sommer. So, dann können... Oh, ich muss mir das Bild so echt abgewöhnen, ey. Wir können jetzt genau da hochklettern und sind auf dem Friedhof. Da ist der nächste Dungeon, da ist noch ein Geist und hier springe ich jetzt einfach mal gleich runter. Da ist ein Herzcontainer, den ich wahrscheinlich dann im Herbst komme, okay. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich... Okay, springen.
Was zum... Ich will einfach mal alle Geister hier rufen. Und nun? Kann ich immer noch nicht da rein? Warum? Warum ich da nicht runter kann. So, damit ich was zu tun habe, kurz. Ja, gut. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt gerade nicht reinkomme. Wahrscheinlich muss denn hier irgendwie Winter sein, aber naja. Okay, gehen wir einfach mal da rein. Level 7. Forschergruft. Ich fühle mich gerade so beobachtet. Okay, ich würde sagen, die Gruft sehen wir uns... Aha, es ist Winter. Vielleicht können wir jetzt noch in dieser Aufnahmesession kurz was machen. Eigentlich hätte ich was anderes vor, aber naja. Okay, hier komme ich trotzdem nicht ran. Sehe ich nochmal die Jahreszeit, wenn ich rein und rausgehe? Weil eigentlich brauche ich ja Herbst. Okay, nein. Okay, schade. Klappt doch nicht, was ich vorhatte. Aber dafür laufe ich jetzt erstmal zurück ins Dorf. Lass von dem Geld, was ich bekommen habe, all meine Ringe schätzen. Okay, hallo, sei gegrüßt. Willkommen zu Vasus Schmuckhandel. Was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne meine Ringe schätzen lassen. Jo, schätz mal den hier. Ich sehe, das ist ein Schlagring. Fausthieb, wenn ohne Ausrüstung. Okay, das ist, was dieser Ring ist. Er ist zwar ganz witzig, aber nein. Mach 20 Rubine für den nächsten Ring. Das ist ein Moblin. Ja. Gut. Machen wir Geld. Gut, ich sehe, das ist ein Bumerang-Ring. Level 1. Bumerang, Schaden. Ja. Bumerang für Level 1 brauche ich nicht wirklich, aber naja. Okay, mal sehen. Was haben wir denn hier? Das ist ein Greifring. Was? Brüchige Stellen bleiben intakt. Okay, den hatte ich auch schon. Okay. Na gut, ist jetzt nicht so der Ring dabei, den ich gerne hätte. Den Ring, mit dem man sich halt erholen kann und was weiß ich nicht, aber naja. Macht ja nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal da. Moment, komme ich jetzt eigentlich auch daran? Ja, glaube ich. Komme ich. An die Kiste komme ich ran. Oh, okay. Ich habe viel vor.
So, das ist... Ich sehe, das ist ein Dynaring. Bomben, Schaden, Level Up. Okay. Klingt ja nicht ganz schlecht, aber naja. So, jetzt gehen wir wieder da hin. So, zack, 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 zack. Schaden genommen. So, da. Okay, und jetzt hier drüben sehen wir schon, haben wir bald wieder einen neuen, ja, Kern. Und, tja, wie ich da dran komme, habe ich immer noch keinen Plan. Aber naja, ich würde sagen, ich werde jetzt hier einfach einen Cut machen, oder nein, doch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal einfach in der Höhle da oben. Oder wenn ich es vergesse, sehen wir uns dann halt hier wieder. Also, auf jeden Fall hier einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt, Let's Play Zelda Oracle of Seasons. Bis dann, macht's gut, wir sehen uns.